Ja, ist nicht so schön. Fällt mir jetzt nicht so. Okay. Okay. Mir Videos von dir anzugucken in meiner Pause. Nicht von mir. Oh, ich bin gerade fast. No, nein, oh Gott, nein. Hallo. Mann, du sollst, wo läufst du denn hin? Oh mein Gott. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Rainbow bei unseren besten Freunden momentan. Mit der einzigartigen, aber auch sehr nervigen und mit Blähungen, ja. Ja? Blähungen, was? Gesegneten Danja. Gesegnet, danke schön, ja. Leute. Schön, dass du da bist, Kahn. Ja, danke schön. Freut mich auch. Also Leute, ihr könnt schon sehen, ich habe hier die Kiste, aber ihr habt es im Titel gesehen, wir spielen heute Rainbow Friends und machen die Challenge, also ohne Kiste. Also das heißt, wir dürfen heute keine Kiste benutzen und uns dort verstecken. Ich habe aber das Gefühl, das haben wir sonst auch kaum gemacht, Danja. Ich habe die schon benutzt, wenn du kamst. Ja. Okay. Ich habe die Kisten gerne benutzt. Für mich ist das doof. Okay, alles klar. Also ich für meinen Teil habe oft gemerkt, dass ich die Kisten nicht benutzt habe. Wir sind heute zumindest auf dem Server ein paar mehr Spieler. Beim letzten Mal hatten wir nicht so viel Glück. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt kommt. Die andere Challenge, keine Ahnung, haben wir vielleicht schon veröffentlicht. Auf jeden Fall, Danja, wir versuchen heute natürlich das Spiel durchzuspielen. Und folgende Info, wir dürfen uns nur einmal wiederbeleben heute, okay? Einmal. Einmal. Und nicht pro Nacht, sondern also über das ganze Video. Besser wäre natürlich, wenn wir komplett überleben. So, und wir starten mit der Rainbow Friends Challenge Nummer, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung. Let's go. Danja, weißt du noch, wie das Spiel geht? Nein, das habe ich total vergessen in den letzten zwei, drei Stunden. Hast du das eigentlich schon in den Streams gezockt? Nee. Ich spiele in den Streams aber auch selten Roblox, muss ich sagen. Ja, ist ja auch erstmal, also finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil, also gerade die Streams eignen sich ja dafür, vielleicht auch mal neue Spiele auszuprobieren. Ja, also, falls ihr gerne sehen möchtet, wie ich was anderes spiele als Roblox. Schaut nicht in den Streams bei ihr vorbei. Ja, und bevor die Frage gleich kommt, Leute, wann streame ich? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Es könnte sein, dass es dieses Jahr noch nicht klappt. Ich weiß es nicht. Das ist okay. Kahn wird es euch mitteilen, falls es mal soweit sein wird. So, ich alleine habe jetzt schon 5 Blöcke gesammelt. Wie kann man denn so schnell gefunden werden? Aber bei mir war es gerade auch fast soweit, ne? Also, da ist direkt Blue um die Ecke gelaufen. Also, da ist Blue, aber der ist doch voll langsam. Der ist nicht langsam. Guck mal, hier benutzen alle Kisten, aber wir dürfen sie nicht benutzen, Danja. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß das doch. Auch wenn ich es ganz schön gemein finde. Ich finde, da sollte man mal hier sich beschweren. Ich würde mich gerne beschweren. Wo kann ich mich beschweren? Wo du möchtest. Kann ich eine E-Mail schicken? Bestimmt. An dein Management? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Rainbow Friends auch also ein Mail-System haben, wo man sich offiziell beschweren kann oder Feedback geben kann. Ich will mich bei dir beschweren, ich will mich bei dir beschweren, dass ich keine Kisten benutzen kann. Ja, da musst du ja eine E-Mail an dich selber schreiben. Warum an mich selber? Ja, du bist ja meine Chefassistentin. Junge. Also, obwohl hier zum Beispiel kannst du sehen, oh, du hast ja auch eine neue Kiste. Richtig schönes, habe ich sie nicht benutzt. Zeig mal deine. Nee, sonst kommst du mir gleich mit. Du darfst keine Kiste benutzen. Ich habe doch auch eine benutzt. Hier, siehst du doch. Wir sind doch in der Pause. Ja, ist nicht so schön. Fällt mir jetzt nicht so. Okay. Okay. Hast du dir jetzt mittlerweile eigentlich mal die Geschichte von den Rainbow Friends angeguckt? Wann denn? Wir sind heute immer noch in der Aufnahmesession den ganzen Tag. Das weißt du selber aber besser als ich. Wissen ja die Zuschauer nicht. Ja, du weißt es aber. Also was soll diese dumme Frage? Du hättest dir das ja ruhig in der Pause mal angucken können. Ja, als hätte ich nichts Besseres zu tun, als mir Videos von dir anzugucken in meiner Pause. Nicht von mir, du hättest das doch auch einfach... Ey, ich bin gerade fast Blue in die Arme gesprungen. Ist sehr gut. Aber nur fast. Ich bin gerade fast. No, nein, oh Gott, nein! Aber er hat mich noch nicht gesehen. Ahahaha. Ahahaha. Das war die knappe Kiste ever. Aber ohne, dass ich eine Kiste benutzt habe. Okay, irgendeiner wurde erwischt. Oh, nein, jetzt geh doch da rein, Mann. Oh, Hilfe. Blue macht mich hier gerade echt fertig, muss ich sagen. Gut so, Blue. Oh, Green ist da. Wo bist du denn gerade? Ich bin im Minecraft-Land.
Okay. Blue war gerade im Keller, aber ich glaube, Blue geht jetzt nach oben. Also diese Leiter nach oben. Okay, alles klar. Also ich sag ja, ohne Kiste komme ich eigentlich relativ gut aus, weil ich die sowieso fast kaum benutze. Das freut mich. Also 9 von 15 haben wir schon hier. Hast du welche bei dir? Nee. Auch nicht mehr. Das ist hier ein bisschen blöd. Ich bin gar nichts. Ich bin jetzt hier gerade bei dem Hideout von Orange. Ja, da befindet sich meistens nichts. Also zumindest nicht in den ersten Nächten. Ich finde gar nichts. Ich finde einfach gar nichts. Aber es sind halt auch nur noch 3. Hast du denn gerade welche? Nein, ich habe schon irgendwie 4 oder so. 3 habe ich, glaube ich, abgegeben. Okay. Ey, Blue verfolgt mich heute. Das gibt's doch nicht. Er mag dich halt. Ja, ich weiß es nicht. Und Green steht da jetzt auch noch rum. Junge, 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 das gibt's doch einfach nicht. Wo sind die 3 Foodpacks? Okay, ich sehe dich. Also, ich sehe Green. Oh, wo sind denn jetzt wieder die Foodpacks? Hier, komm mit. Hier lang. Hallo. Mann, du sollst. Wo läufst du denn hin? Komm mit. Hier lang, bitte. Mann. Oh, ich krieg die Krise. Du hast doch schon 2. Mit wem läufst du denn jetzt rum gerade? Also, hier ist eine Person, die hat jetzt schon auf jeden Fall 2 Foodpacks. Ja, dann sollte diese Person mal ganz dringend in die Mitte. Okay, 1 ist noch relativ weit hinten. Ah, da, jetzt wird es mir auch gerade angezeigt. Ich hole mir das sonst gerade. Du holst es? Hey, da war ich doch gerade schon. Ja, es kann halt sein, dass jemand erwischt wurde. Achso, nö, da war ich nicht, sorry. Okay, letztes Foodback habe ich jetzt. Okay, lauf bitte schnell. Ja, ich hab's. So. Okay. Geschafft. Okay, also ich sag ja, weiterhin, also die Nicht-Kiste-Benutzen-Challenge, ich finde doch ziemlich einfach. Also klar, bei Orange könnte es jetzt etwas schwierig werden. Aber ich sag's so, wie es ist bei Orange, ich pack mich einfach die ganze Zeit in so ein Dings rein und fertig ist der Lack. Ach hier, guck mal, die 5er-Veteranen sind rausgeflogen. Ja, ja, das ist ja also schon relativ früh, muss man sagen, ne? Hm. Kannst du noch mal deine Kiste zeigen? Hä, hast du jetzt eine andere? Nee. Hä, bei mir war die anders jetzt bei dir. Nee, die habe ich eigentlich schon die ganze Zeit. Du hattest jetzt so eine, rote. Rote? Mhm. Ich habe keine rote Kiste. Das ist ja komisch. Okay, jetzt sind Orange und Purple da. Komm, Daniel, wir müssen das heute mal wieder durchspielen hier. To the mall. Today. Uff, jetzt bin ich hier gerade fast in Purple reingelaufen. Eieiei. Das wäre ja jetzt noch lustig geworden. Oh, oh. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich sehe die Rainbow Friends unterwegs überhaupt nicht. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, die hängen mir die ganze Zeit am Rockzipfel. Fürchterlich. Ja, bei mir ist es, ja, es geht eigentlich. Ich gehe mal Orange füttern. Weißt du, wo der ist mittlerweile? Weil ich finde den ja nie. Ja, ich, bei mir ist es auch immer nur so random. Ich kenne den Standort nicht wirklich. Ich kann mir das, also ich was kann mir das. Was ist denn mit den Sicherungen los hier, mit den Spulen? Ist. Können wir die mal bitte jetzt dahin bringen? Hast du denn schon welche? Ich habe eine gehabt, die habe ich jetzt dahin gebracht. Ich habe 2. Wurde schon jemand erwischt? Ich glaube nicht, nö. Okay, ja, ich vielleicht gleich. Gibt's hier nicht irgendwas zum Verstecken vielleicht? Maybe für mich. Okay, es fehlen nur noch 2 Spulen. Oder Sicherung. Jetzt fehlt nur noch eine. Ich habe gerade eine hingebracht. Ich glaube, ich weiß halt auch, wo die letzte ist, aber mir kam gerade Blue hinterher, deshalb konnte ich die gerade nicht holen. Okay, Orange habe ich jetzt auch gefüttert. So, ich hole gerade die letzte. Oh. Ich habe die letzte. Okay, los jetzt. Ich habe die ab letzte. Zum Theater. Ich fühle mich gerade wie dieser olympische Läufer mit ja der Fackel. So, let's go. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben auch Nacht Nummer 3 überstanden. Jetzt kommen wir zur ja etwas schwierigen Sache. Jetzt fällt der Strom aus. Oh je. Aber wir sind gut dabei. Guck mal, wir haben gerade mal 13 Minuten gespielt und wir sind schon durch. Vor allem sind wir noch drin und ja, wir sind nicht ein einziges Mal gestorben. Es sind noch 4 Leute dabei. Okay, so. Danja, Taschenlampe. Ja. Und Batterien einsammeln, bitte. Ohne Nachricht. Kiste. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon gesagt habe. Achso, ja, ich weiß. Oh, Blue ist da. Wo ist Blue? Bei mir. Ja, hier ist gerade Orange. Pass auf, Blue kommt von hier gleich. Na toll. Großartig, danke, dass du ihn hier hingebracht hast. Sorry. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ist Blue denn jetzt gegangen. Ist er wieder zurückgelaufen, oder? Ja, hallo, könnt ihr mal bitte die Batterien wieder zurückbringen? Ich spiele auch gerade ohne Ton, das heißt, ich höre das auch irgendwie gar nicht, wenn... Ja, du kannst auch den Ton anmachen. Ja. Das ist nur dann so viel gruseliger.
Ja, aber man hört dann auch zwischendurch was. Das ist eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Das war's. Ich bin... Was? Okay, das war's. Das war's. Du darfst doch einmal dich reviven. Oh Gott, ja. Jetzt kommt Orange. Ja, okay. Ich wurde einmal erwischt. Ja, ich sehe dich. Ich sehe es gerade. Ich bin gerade im Spind und ich bleibe jetzt so lange da drin, bis Orange durch ist. So, ich respawn mich jetzt, aber ich weiß jetzt dämlich. Ehrlicherweise nicht, ob das klug ist. Ich kann mich nicht verstecken. Also ich bin jetzt hier beim Spawn. Ich hoffe, Orange kommt nicht hier hin. Warum wurde der denn nicht gefüttert? Ey, dass Blue genau dann kommt, wo ich sozusagen in der einzigen Ecke bin, wo man nicht entkommen kann. Ja, ist das nicht immer so irgendwie? Oh, oh, Orange ist immer noch da. Ist Orange schon weg? Kannst du mir das bitte sagen? Nein, jetzt ist Orange weg. Okay, danke schön. Ich fütter den jetzt auch direkt. Hast du Batterien eigentlich? Eine, ja. Okay, ich habe auch eine gerade in der Hand. Boah, irgendwo bei mir in der Nähe ist Green. Und auch Blue habe ich gerade gehört. Oh Gott, ich höre laute Geräusche. Oh Gott, ich höre laute, okay, laute Schritte. Ich wurde entdeckt. Direkt das mal in dieses Teil verstecken. Na, solange es nicht die Kiste ist? Nein, es ist nicht die Kiste. Boah, uns fehlen noch 3 Batterien. Bist du sicher, dass du keine hast? Ich habe gerade meine Batterien hingebracht, die ich hatte. Okay, eine ist auf jeden Fall... Okay, ich habe 2. Ja, dann fehlt ja nur noch eine, ne? Bring die mal schnell dahin. Okay, es fehlt nur noch eine Batterie dann, ja? Ja, ich gehe noch mal Richtung Anfang, weil manchmal liegen da dann noch Sachen rum. Bitte sag mir, dass du die letzte Batterie hast. Bitte, 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 bitte. Oh, Kacke, Orange kommt. Oh Gott. Nein, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh Gott. Es ist keine Kiste hier, es ist keine Kiste hier. Danja. Was für es ist keine Kiste hier? Also kein Spinn, sorry. Dann versteck dich irgendwo, Karl. Ja, habe ich. Ich bin jetzt in diesem kleinen Haus drin. Ich hoffe, hier kann Orange nicht rein. Mann, nein, was ist denn mit der letzten Batterie jetzt? Ich kriege hier gleich zu viel, ey, ehrlich. Keine Ahnung, ich suche ja, aber... Ich musste jetzt halt auch erstmal mich verstecken, weil hier keiner Orange gefüttert hat. Ah, okay, die letzte Batterie sehe ich, ist da oben. Ist Orange weg? Ich weiß es nicht, ich sehe die Spur von Orange nicht. Ja, Orange ist weg. Oh Gott, ich glaube, bei mir ist gerade Green. Ich höre auf jeden Fall dieses Quietschen. Ich auch. Okay, ich habe die letzte Batterie. Na dann, bring sie hin. Oh, endlich. Boah, war das knapp. War das knapp. So, okay. Wir sind jetzt, glaube ich, im letzten Level von Rainbow Friends. Wir müssen jetzt entkommen. Ich glaube, jetzt findet die Geburtstagsparty statt. Ja, ich glaube schon. Komm schon, komm schon. Aber du darfst dich ja noch einmal wiederbeleben, ich nicht. Ja. Vielleicht schaffst du die Challenge. Ja, gut, aber jetzt der Schluss wird ja eigentlich nicht so schwer, denke ich. Dann hoffe ich. Also ich kann mich daran erinnern, dass es relativ kurz war am Ende. Ja, ja, dann aber einfach ja war es trotzdem nicht. Doch, schon. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, ob man sozusagen dafür, ja, ich sag mal, die Kiste braucht oder nicht. Okay, aber wir sind noch, ach so, ich wollte schon sagen, wir sind nur noch zu dritt. Die eine Person ist ja auch gestorben. Okay, let's go. Wir könnten es schaffen, Danja. Oh, ein Orange-Hütchen. Ich bin Green. Und du hast ein Green-Hütchen. Das ist ein bisschen weird, dass du ein Green-Hütchen hast. Ja, ich hätte Blue sieht gerne gehabt. Sieht aus wie Slytherin. Ja, guck, siehst du? Sogar das Spiel weiß, dass ich ein Slytherin bin. Ich glaube, der Hut, der magische Hut, würde mich trotzdem zu Gryffindor packen. Wegen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin... Im Inneren bin ich doch ein Gryffindor. Meinst du? Ja. Hat nicht jeder Test bei dir immer ergeben, dass du Slytherin bist? Nö. Solange es nicht Hufflepuff ist, ist kein Problem. Also okay. Ich finde, Hufflepuff ist eins der besten Häuser. Oh ja, ich finde alle toll. Aber jetzt hör wieder sowas, hör auf, sowas zu machen wie, ja, Khan ist wieder hier, ne? Ich überlege ja, mich jetzt hier mal... Ich werde mich mal erwischen lassen. Wieso? So das ganz am Ende, weißt du? Weil ich, weiß ich nicht. Wir gucken, was dann passiert. Das ist bisher ja immer rausgeschafft. Hallo. Also ich will's rausschaffen. Komm schon. Komm doch raus. Nein, ich will mal gucken, was passiert. Weil du hast doch gesehen immer, die wurden dann so reingezogen. Werde ich jetzt auch reingezogen aus deiner Sicht? Nein. Hm. Weird. So, wir haben die Challenge geschafft, ohne eine Kiste zu benutzen, Leute. Ja, ich sogar ohne zu sterben. Ja, sehr gut.
Ich freue mich hoffentlich, wenn mal Kapitel 2 endlich rauskommt. Aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Es wird wirklich Zeit. Ja, Leute, das war eine neue Folge von den Rainbow Friends. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschüss.